Wir wurden vermehrt gefragt, ob wir schon mal Erfahrungen mit dem Investieren in P2P-Kredite sammeln konnten. Aus diesem Grund habe ich mich in den letzten Monaten mit dem Thema etwas intensiver auseinandergesetzt und wir haben euch diesen siebenstufigen Kurs zum Investieren in P2P-Kredite vorbereitet. In diesem Kurs werden wir uns in sieben Stufen alles anschauen, was ihr wissen müsst, um direkt mit P2P-Investieren loslegen zu können. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Kurs zum richtigen Investieren in P2P-Kredite. Wir haben viel Mühe in diesen Kurs gesteckt, um euch in sieben einfachen Lektionen alles beizubringen, was ihr über das Investieren in P2P-Kredite wissen müsst. Wir haben uns auch fünf Plattformen genauer angeschaut und auch eigenes Geld investiert, um zu schauen, wo es sich lohnt, wo es noch Haken gibt und welche Plattform für unsere Community die beste ist. In dieser Playlist findet ihr den komplett kostenlosen Kurs, den wir für jeden frei verfügbar auf YouTube hochladen werden. Da es mittlerweile hunderte von P2P-Plattformen weltweit gibt, ist es unmöglich, sich mit allen gleichzeitig zu beschäftigen. Wir haben uns daher auf fünf Plattformen beschränkt, nämlich drei deutsche, Auxmoney, Lendico und Crossland, sowie zwei lettische Plattformen, Mintos und Twino. Jede dieser Plattformen haben wir zusätzlich zu den sieben Lektionen noch einmal genauer analysiert. Die Links zu den Plattformen findet ihr in der Beschreibung unter jedem Video beziehungsweise auch in der Infobox, wenn wir sie euch einblenden. Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Konto bei einer dieser Plattformen über unseren Link eröffnet, bekommen wir von dieser Plattform eine kleine Provision ausgezahlt, die es uns ermöglicht, diesen YouTube-Kanal und solche Kurse komplett kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Für euch bedeutet das keinen einzigen Cent an Mehrkosten, da ihr genau dieselben Konditionen erhaltet, wie wenn ihr direkt auf die Website des Anbieters gehen würdet. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Die einzelnen Kapitel blende ich euch jetzt auf der linken Seite ein. Wenn ihr draufklickt, könnt ihr direkt zum Kapitel springen. Ihr könnt aber auch einfach in der Playlist bleiben und jedes Video einzeln anschauen. Alle Links zu den Lektionen und zu den Plattformanalysen findet ihr natürlich auch unten in dieser Videobeschreibung. In Lektion Nummer 1 werden wir uns anschauen, was P2P-Kredite überhaupt sind und wie sie überhaupt funktionieren. Außerdem werden wir uns anschauen, welche Chancen und Risiken es gibt. In Lektion Nummer 2 werden wir uns die fünf Regeln anschauen, die ihr unbedingt beim Investieren in P2P-Kredite berücksichtigen müsst. In Lektion Nummer 3 werden wir uns anschauen, was eine gute P2P-Plattform ausmacht und wie ihr die richtige für euch finden könnt. In Lektion Nummer 4 werden wir uns die Auto-Invest-Funktion bzw. Portfolio-Bilder-Funktion der beiden Plattformen Mintos und Auxmoney etwas genauer anschauen. In Lektion Nummer 5 werden wir uns anschauen, was ein Sekundärmarkt ist und es uns live auf der Plattform Mintos anschauen, was man damit machen kann. In Lektion Nummer 6 werden wir uns anschauen, wie ihr Zinseinkünfte aus P2P-Krediten versteuern müsst und welche Möglichkeiten ihr habt, Steuern zu sparen. In der letzten Lektion Nummer 7 werden wir uns anschauen, wie denn die Zukunft von P2P-Krediten aussieht und werden einmal diskutieren, ob es zukunftsträchtig ist, also ob ihr auch langfristig da rein investieren könnt oder ob es eine reine Modeerscheinung ist. Ich hoffe, euch gefällt unser Videokurs und ihr findet Gefallen daran, in P2P-Kredite zu investieren. Wir freuen uns immer über Feedback und Verbesserungsvorschläge sowie Fragen in den Kommentaren. Wir werden auch regelmäßig Frage- und Antwortvideos zum Thema P2P hochladen, indem wir eure Fragen im Detail beantworten werden. Um euch auch nach diesem Videokurs mit uns auszutauschen, tretet doch unserer Finanzfluss Facebook-Community bei. Den Link findet ihr hier. Viel Spaß jetzt mit der ersten Lektion.